ruhe dich einfach aus. Also Hebamme zu sein ist nicht süß, es ist einfach ein intensiver, anstrengender, nicht so gesehener Beruf. Als Hebamme musst du vor allem Verantwortung tragen für das, was du tust, die Situation richtig einschätzen. Um eins wäre die nächste dran. Die Frauen kommen mit einer sehr, sehr hohen Erwartung. Die Frauen haben auch manchmal eine Erwartung, dass wir ihre Schmerzen abnehmen. Und manche erwarten da so auch so ein bisschen dieses Hexenwerk. Hexen würde sie manchmal nur zu gerne. Harte Arbeitszeiten, wenig Geld und dazu auch noch bürokratische Anforderungen, die immer höher werden. Die Geburten und deren Vorbereitungen zu dokumentieren, ist Pflicht für die Hebammen. Das kostet wertvolle Zeit. Die Frau geht vor, wenn die uns braucht. Und deswegen sitzen wir oft noch nach dem Dienst da und müssen 1-2 Stunden nachdokumentieren. Weil am nächsten Tag kommen wieder andere Sachen dazu. Und dann kann man nicht das auf morgen verschieben wie Büroarbeit. Nein, das muss sofort gemacht werden, weil die Nachfolgen auf Station, die mit der Frau arbeiten, die müssen wissen, was war. Und so bleibt Hanna Diri weniger Zeit für den persönlichen Kontakt zu den Frauen, um das so wichtige Vertrauensverhältnis aufzubauen. Trotz dieser Hürden liebt die junge Hebamme ihren Job. Es motiviert sie. Wenn ich merke, dass den Frauen wirklich gut tut, dass ich da bin. Genau. In dem Moment, wo das Baby kommt, ist der intimste Moment so überhaupt. Dann sind sich Hebamme und Mutter ganz nah. Das Erlebnis der Geburt wird für die Hebamme noch schöner, wenn schon vorher ein Vertrauensverhältnis verbindet.